Ich habe lange überlegt, ob ich dieses Video hochladen soll, Freunde. An Epic Games, dieses Video dient nur zur Unterhaltung und soll demonstrieren, dass man so etwas bloß nicht machen darf. Wir haben, glaube ich, das geilste Video auf meinem Kanal gerade gemacht, Freunde. Ich habe was sehr Heftiges gemacht. Wir haben sozusagen in Fortnite gehackt. Bleibt bis zum Ende dran. Es lohnt sich. Wir haben noch ein paar Leaks und News in diesem Video. Benutzt gerne den Creator-Code Seville bei 1000 Likes auf diesem Video. Und machen wir bei 1500 Likes. Schalten wir das nächste Video frei. Wir gehen rein. Und wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es euren Freunden oder so. Ich sag nur, geisteskrank. Eine wunderschöne Sonntagabend, meine liebe Freunde. Wir haben heute neue Informationen natürlich zum Chapter 3. Und ich zeige euch heute was ganz Krasses im Spiel. Denn wir werden mit der neuen mythischen Spider-Man-Waffe ein wenig hacken, würde ich mal sagen. Wir kommen gleich dazu, Freunde. Bevor wir aber damit anfangen, kommen wir doch schon zur ersten kleinen News. Und zwar kommt die Rakete von den Sieben zurück in Fortnite. Ihr habt richtig gehört, die Rakete könnte zurückkommen, denn es wird drei Phasen geben von dieser Rakete, die in den Files gefunden worden ist. Und ihr wisst ja, wenn was in den Files ist, dann ist das Ganze auch bald in Fortnite verfügbar. Wie das Ganze aussehen wird, wissen wir leider noch nicht. Nur wissen wir jetzt schon mal, dass die Rakete in Fortnite bekommen wird. Also das ist krass, Leute. Das war auch das erste richtige Event in ganz Fortnite, wo jeder dachte, Alter, was geht jetzt ab? Und wir brauchen auf jeden Fall für diesen kleinen Hack einmal hier die Spider-Man-Waffe natürlich. Wir bauen mal kurz hoch. Und dann müsst ihr euch hier mal bei dem lieben Wissenschaftler-Boss nämlich diese exotische Waffe kaufen. Und alles andere werdet ihr gleich im Verlauf des Spiels sehen. Wir werden das mitten im Spiel gleich mal probieren, diesen Glitch oder diesen Hack, sage ich jetzt einfach mal. Was ihr auf jeden Fall braucht, ist sehr viel Munition. Wir werden jetzt Unmengen an Munition sammeln. Wir brauchen Sturmgewehrmunition, weil die exotische Waffe ja Sturmgewehrmunition braucht. Und das brauchen wir jetzt erstmal, damit wir diesen Hack richtig krass ausführen können. Ich habe euch letztes Mal von den Trucks erzählt in Fortnite. Und ich kann euch jetzt mal gleich einblenden bzw. anhören lassen, wie sich die Trucks denn anhören, wenn sie in Fortnite drin sind. Ich spiel's mal ab. So, ihr habt es gerade gehört. Hört sich relativ lustig an. Ich blende euch auch nochmal ein Bild ein, wie die Trucks aussehen werden, wenn wir sie demnächst in Fortnite bekommen, weil ja demnächst das Winterfest stattfinden wird. Wie schon gesagt, am 14. oder am 21. Dezember wird das Ganze kommen. Oh, nice one. Wir haben schon 106 Munition, wir brauchen noch mehr. Wir werden am Ende des Spiels die letzten Leute anders hops nehmen, Leute. Anders hops nehmen. Darauf habe ich so Bock drauf. Die Leute werden nicht checken, was wir vorhaben mit unserem Hack. Ich gebe euch noch einen kleinen Fun-Fact. Ihr wisst ja alle, wo das Chapter 3 rausgekommen ist, mussten wir übelst lange warten, bis wir ins Spiel wieder rein konnten, da Fortnite down war. Die Server waren übelst überlastet und niemand konnte sich einloggen. Weder spielen noch einloggen noch sonst irgendwas machen. Und ratet mal, wie viele Leute damals gleichzeitig online waren in Fortnite. Was schätzt ihr denn? Was schätzt ihr, wie viele Leute gleichzeitig online waren im Spiel? Also ich kann einen kleinen Tipp natürlich geben. Es sind natürlich Millionen, ja. Jetzt denkt ihr vielleicht 10 Millionen, 5 Millionen. Irgendwie so in die Richtung würde ich jetzt mal behaupten. Aber Leute, es waren tatsächlich, wenn ihr es wirklich wissen wollt, es waren gleichzeitig 30 Millionen Spieler in Fortnite. Das ist wirklich geisteskrank. 30 Millionen Spieler gleichzeitig online in einem Spiel. Also wenn das nicht geisteskrank ist, überlegt mal. 30 Millionen. Also es geht nicht in meinen Kopf rein. Ich sag's euch, wie es ist. So Leute, wir rushen den jetzt. Das war's. Der wird jetzt gerusht. Komm her, Bro. Okay, nice one, den haben wir. Gib mir Munition, gib mir Munition. Jawohl, wir haben 292 Munition. Sowas brauche ich hier, sowas brauche ich hier. Da ist einer. Da ist hier einer. Sein Teammate müsste auch hier irgendwo in der Nähe sein. Den haben wir. Okay, wie viel haben wir jetzt? 253 Munition, hier ist auch nochmal was. Ja, Mann, 348, es wird immer besser.
Eieiei, auf einmal kam der von hinten. Bro, nicht mit dieser Waffe. Ich habe natürlich noch eine weitere Information für euch. Dazu kommen wir gleich mal. Wir gehen jetzt kurz mal in die Zone rein. Und dann erzähle ich euch die nächste Information, die wir haben. Und zwar zum nächsten Crew-Paket-Skin. Denn ihr kennt ja alle das Crew-Paket. Das ist ja so ein Abo in Fortnite, wo man abonnieren muss. Und man zahlt 10 Euro im Monat, damit man 1000 V-Bucks jeden Monat bekommt. Ein extra Skin. Den Battle Pass kostenlos. Und wir kriegen höchstwahrscheinlich ein neues Crew-Paket-Skin-Paket. Mit der Foundation. Ihr habt richtig gehört. Wir bekommen einen Crew-Skin, die mit der Foundation zu tun hat. Und es gibt nämlich neue Files, die gefunden worden ist. Ich blende es euch natürlich wieder hier im Hintergrund ein. Das sind nämlich so solche Icons oder Symbole, nenne ich sie einfach mal. Und die sind zusammen verknüpft. Crew-Paket und Foundation wurden zusammen in den Files gefunden, in einer Datei. Das heißt, dass diese zwei zusammengehören. Also wir dürfen uns eventuell auf das nächste Crew-Paket freuen, das mit der Foundation zu tun hat. Eieieiei, diese Waffe. Und so langsam könnten wir unseren Hack gleich einsetzen. Machen wir aber gleich mal. So, wir können auch mal hier natürlich unseren Loot einsammeln. Für viele, die das nicht wissen, das geht auch. Und wisst ihr, was cool ist? Wenn ihr den Loot hier an euch ranzieht, verbraucht ihr keine Spider-Man-Munition. Ich glaube, das wussten auch viele nicht von euch. Weil sonst verbraucht man ja die Munition. Ihr seht, wir haben gerade 48. Und wenn man die Items ranholt, dann passiert nichts. Seht ihr hier diese Winde? Hier entsteht Tilted Towers. Ich glaube, der Wind streicht über die Gebäude rüber oder so. Gebt euch mal. Warum sieht das so komisch aus? Ein Wind sieht doch nicht aus wie ein Rechteck oder wie so Striche. Gebt euch. Hier kommt ja Tilted Towers. Ich glaube, das ist ein Gebäude, was schon hier angeteasert wird. Oh, Erdbeben. Sind ja auch langsam in Fortnite da. Alter. Tschüss. Wackelt ja alles. So, abhauen, Leute. So, jetzt zeige ich euch, wie der Hack funktioniert. So, Waffe einsetzen. Hochspringen. Gleichzeitig schießen. Und mit der Munition hochgehen. Und jetzt seht ihr, wir können unendlich in die Höhe gehen. Let's go, Digga. Wir gehen jetzt unendlich in die Höhe. Und so können wir die ganze Zeit oben bleiben. Wir werden jetzt das Spiel gewinnen, währenddessen wir oben bleiben. Wir probieren es. Wir haben 351 Schüsse. Ich hoffe, dass uns keiner abschießt. So, es geht immer weiter höher, immer weiter höher, immer weiter höher. Alter, ist das krass. Okay, wir müssen ein bisschen weiter in die Zone. Oh mein Gott, wie hoch wir sind. Wir sind fast an der... Ich glaube, wir haben die höchste Zone gleich erreicht. Und das geht immer weiter. Juch, niemand wird uns erwischen. Wir holen so den Win. Wir probieren es auf jeden Fall. Okay, wir müssen jetzt aufpassen und müssen weiter in die Zone rein. Die Zone kommt jetzt. 13 Sekunden. 11, 10, 9. Leute, wie hoch wollen wir noch gehen? Wir sind am Mond, wir sind über der Zone. Okay, weiter in die Zone. Wir müssen geradeaus. Wow! Die werden uns niemals hitten. Leute, benutzt gerne den Creator-Code Sevil und lasst einen Like da, wenn ihr sowas feiert, Mann. Einen dicken Like da lassen und Creator-Code Sevil im Itemshop nicht vergessen. Alter, Junge, Junge. Ja, ich mach so hoch ich kann. Ich mach so hoch ich kann. Noch 4 Leute leben. Okay, Leute. Gebt euch mal, wie das jetzt aussieht. Wir sehen da hinten die Berge. So sieht die Zone aus von oben. Alter, mein Finger tut schon weh, weil ich die ganze Zeit drücken muss. So, Zone wird kleiner. Guck mal, wie das aussieht. Wie so ein Ring einfach. Ey, wir können immer weiter hoch. Leute, das hört nicht auf. Alter, mein Finger tut schon weh. Okay, weiter in die Zone. Also, das ist ein Hack. Das ist ein ganz klarer Hack. Okay, Leute, wir haben das ultimative Ding erreicht. Gebt euch mal die Fortnite-Map. Ich zeig's euch mal von oben. Man denkt, ich spring gleich vom Battlebus raus. Ich werde das durchziehen. Ich werde das bis zum Ende durchziehen. Egal, ob mein Finger abfällt. Wir werden das weitermachen. Ich will euch zeigen, wie hoch wir gehen können. Wir brauchen nur einen Schuss und dann springen. Mehr brauchen wir nicht. Okay, noch immer 3 Leute. 145 Schüsse noch. Das reicht vollkommen. Oh mein Gott, ich gehe außerhalb der Zone irgendwie. Ne, jetzt bin ich wieder drin. Man muss auch ein bisschen aufpassen, dass man irgendwie nicht außerhalb der Zone geht. So, gebt euch das mal, wie das aussieht. Ey, Leute, denkt ihr, dass die Zone uns erwischen wird, wenn wir so weit oben sind? Weil, guck mal, hier ist ja keine Zone mehr. Wisst ihr, wie ich meine? Ich will das jetzt nicht probieren, weil ich Angst habe, dass ich dann sterbe. Weil ich will auf jeden Fall den Win holen. Digga, das ist doch nicht normal. Du kannst unendlich hoch, oder was? Jetzt beginnt... Oh mein Gott, jetzt muss ich mich... Das wird jetzt schwierig, Leute. Das wird jetzt unnormal schwer. Ich darf nicht außerhalb der Zone jetzt.
Tick, oh mein Gott. Komm schon, weiter hoch. Okay, perfekt. Wir haben noch 111 Schuss. Jetzt müssen wir aufpassen. Bloß in der Zone bleiben. Noch immer leben drei Leute. Was machen die denn? Machen die das gleiche wie wir? Nee, das glaube ich nicht. Ich habe einfach Fortnite kaputt gemacht. Oh, jetzt wird's eng. Jetzt wird's eng. Ich höre aber die Zone. 99 Schuss haben wir noch. Ticker, die machen einfach letzte Zone, ne? Ich bekomme Schaden. Ich muss in die Zone. Ich bekomme Schaden. Wir haben es gesehen. Okay, wir werden langsam runtergehen. Weil ich kann sonst nicht gut kontrollieren. Also, ihr habt es gesehen, wir waren richtig weit oben. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Okay, jetzt gehe ich runter, Leute. Die bauen. Zwei Leute leben noch. Ich darf jetzt nicht außerhalb der Zone. Muss jetzt richtig aufpassen. Nur ein Team lebt noch. Ich und das Team. Wir könnten safe Zweiter werden. Aber ich habe nicht genügend Dinger. Okay, jetzt let's go. Win wäre jetzt halt zu wild, Freunde. Wird schwierig. Ich hab nicht viel Leben. Wir probieren's. Aber es hat funktioniert, Digga. Komm schon. Wir sind so bis zum Ende gekommen. Boah, Leute, ich probiere jetzt Win zu holen, aber ich hab nicht viel Leben. Ist aber egal, ob wir den Win holen oder nicht. Wir haben schon viel geschafft. Oh mein Gott, den haben wir! Let's go! Den haben wir down geholt. Nur noch einer. Nur noch einer. Das ist nicht wahr, Mann! Das ist nicht wahr, Mann, Digga! Let's go, Junge! Bam! Wir haben den Winner noch geholt! Bam! Heftig, Mann! Hätte ich niemals gedacht. Unnormal krasses Video, Leute. Jobt den Like-Button, lasst ein Abo da. Creator Code Seville, Mann. Geisteskrank, Mann. Geisteskrank. Geil!